Hallo und herzlich willkommen zur Gunpower Community. In meinem heutigen Chronitest schauen wir uns mal an, was der CO2-Klassiker, der Dan Wesson hier, an Energie hat, wie viel Joule das wir messen und was wir dazu brauchen, das schauen wir uns gleich mal kurz an. In diesem Falle braucht man nicht viel. Ich habe hier zwei Speedloader. In dem hier habe ich Glas-BBs im Kaliber 6 mm. Ja, die haben ein Gewicht von 0,28 Gramm. Und in dem hier habe ich verkupferte Stahl-BBs, natürlich auch im Kaliber 6 mm, mit einem Gewicht von 0,85 Gramm. Die zwei Sorten werden wir mal durch den Chroni jagen und dann schauen wir mal, was wir an Energie erzeugen. Ja, dann fangen wir mal an mit den 0,28 Gramm Glas-BBs. Ja, das waren jetzt die Glas-BBs. In der Spitze hat man knapp über 3 Joule. Das ist schon mal ganz ordentlich. Und jetzt machen wir mal unsere verkupferten Stahl-BBs. Ja, das war jetzt quasi der Chronitest vom guten alten Dan Wesson und wir konnten sehen, dass die BBs, die Glas-BBs mit dem Gewicht von 0,28 Gramm mehr Energie erzeugt haben. Ja, da waren wir bei knapp über 3 und in der Spitze, glaube ich, bei den verkupferten Stahl-BBs waren wir, glaube ich, bei 2,5 Joule. Ja, es lässt sich auf alle Fälle festhalten, dass der Dan Wesson wirklich Kraft hat, wirklich Power hat und ja, mit dem kann man schon einige Sachen kaputt schießen. Und dazu ist er auch noch einigermaßen präzise, also ist immer noch eine Empfehlung wert, auch wenn es den schon sehr, sehr lange auf dem Markt gibt. Ja, das war's zu dem heutigen Chronitest und ich verabschiede mich und sage Servus.